der letzten Episode. Ein Seil, gut, das nehmen wir mal mit, falls wir irgendwo einen Kletterpunkt finden. Junge, oder um es anders zu sagen, es klingt, als wenn du eine Dachrinne frisst. Okay. Nee, lass mich mal in Ruhe. Er hat uns im Haus gesehen, der Penner. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei Medieval Dynasty in Episode 32. Warte mal, was machen wir gerade? Achso, wir bauen gerade den Rucksack, genau. Ja, wie ihr seht, wir haben ein neues Gebäude. Wir haben uns jetzt mal die Schmiede gebaut. Wir haben Verbindung verloren. Ja, irgendwie gibt es anscheinend Serverprobleme, schätze ich mal. Genau, wir waren in der Mine, haben ein bisschen Zeug abgebaut und haben dabei festgestellt, dass wir nicht viel tragen können. Deswegen machen wir jetzt mal einen Rucksack. Einfacher, kleiner Rucksack. Man muss fairerweise dazu sagen, der hat 400 Euro gekostet. Überhaupt das, den Bauplan zu kaufen. So, und wenn ich den jetzt habe. Ein einfacher, kleiner Rucksack, okay? Und jetzt haben wir. Wie viel ist das dann? Nochmal 10 Kilo. Ah ja, das ist ja super. Nice. Nochmal 10 Kilo mehr tragen. Wir müssen natürlich auch leicht machen. Wird das schon wieder abends? Anscheinend wird das schon wieder abends. Ja, wir waren in Piastovia nochmal gewesen, haben uns da. Warte mal, ich muss gerade mal schauen, dass ich jetzt erstmal nur das rauslege, was hier reinkommt. Ich lagere jetzt auch erstmal das Salz. Genau, dann haben wir hier die Schneiderei. Oder Näherei. Flachshalm. Leinengarn, genau, das bleibt mal hier. Ich müsste ja auch das Leder da hoch tun, aber das ist erstmal egal. Genau. Die Eimer müssen wir noch rüber. Wir müssen mal gucken, wie es mit Futter aussieht. Genau, wir haben Leinsamen, die können wir im Frühling aussäen. Inzwischen 19. Wir haben uns halt Flachshalme gekauft. Nee, Flachs gekauft, genau. Und die sind ein bisschen teurer, als weil du kriegst aus derselben Menge Flachshalme dann Flachs raus, den du dann verwenden kannst, um Leingarn zu machen. Und genau, du hast aber Leinsamen dazu. Das ist halt das Gute. Deswegen hat das mehr gekostet, aber wir haben Leinsamen dabei gewonnen und deswegen ist es jetzt nicht so dramatisch. Also warte mal, wir schauen erstmal, wie es überhaupt generell aussieht. So. Die Eimer sind noch voll, echt. Die essen ja kaum was. Gib mir mal das ganze gebratene Fleisch. Dann füllen wir die gerade. Die Eimer, die wir haben, die beiden. Gott, alles klar. Ja, so lange können wir uns noch um das Zeug kümmern. Das ist nicht so das Problem. Dass wir einfach... brauchen wir keinen Koch. So, dann braten wir kurz das Fleisch. Davon müssen wir ja auch selber was essen, wie man sieht. Der Hungerhaken wird größer. Ja, also den letzten Tag will ich nutzen, um so viel in der Mine abzubauen wie möglich. Also warte mal, das muss hier hinten rein. Um so viel abzubauen wie möglich, weil... Aua. Ja, das wird wohl durch die im neuen... Warte mal, geh mal wieder auf Name. Genau. Das wird wohl... Was wollte ich sagen? Genau, beim Jahreszeitenwechsel würde kommt das wieder neu. So, da haben wir jetzt erstmal. Das kann dann halt hier rein. Genau. So, dazu müssen wir aber noch ein bisschen ablegen, bevor wir da weitermachen. Also. Ja, uns droht jetzt keine Gefahr, deswegen bleiben mal die ganzen Pfeile da. Schaufel brauchen wir jetzt auch nicht, genauso nicht die Hacker. Die Bronzeaxt kann mal hier bleiben. 6 Tränke des schnellen Heilens, echt? Ich glaube, wenn wir 2 dabei haben, ist mehr als genug. 2,84 Kilo. Wir können, was können wir tragen? 50 und wir können dann noch mal 15 on top machen, oder wie war das? 15 oder 10? Also schon eine ganze Menge. Oder was? Errate mal, was fehlt. Mit der Faust allein wird das nichts. Das hatten wir abgelegt, als wir halt noch Piastovia sind. Der heißt Markoslav. Markoslav.
der kann das halt. Der kann halt, das steht nicht hier drin, sondern das ist hier oben drin. Der kann dir halt Flachs und Flachshalme und so weiter besorgen. Das ist super. So, wir haben Stein. Spitzhacken, genau. So. Die hast du wahrscheinlich jetzt nicht. Hast du nicht auf der 5, genau. Setzen die mal wieder auf die 5. So. Ein bisschen können wir noch. Wir bearbeiten uns jetzt aber nach hinten. Wir machen das jetzt nicht wieder so, dass wir uns erstmal ganz dahin rennen, sondern das ist dann halt fällig, falls man halt wirklich so viel abbaut, dass man da wirklich in die Not kommt quasi. Und theoretisch könnte man das Zeug auch erstmal ablegen. Hier vorne zum Beispiel und dann irgendwann aufnehmen. Das geht auch. Also wir können jetzt einfach hier droppen das Zeug, als wäre es heiß. Hier kann man auch verkaufen, zum Beispiel das Salz. Salz ist ja auch so ein Rohstoff. Der war ja früher auch sehr kostbar. Ja, man kriegt reichlich viel Steine dabei. Das ist ziemlich cool. Das wusste ich gar nicht. Ich bin nur am Anfang gewundert, wie sie massiv schwer werden. Einmal, Gott. Ich baue das jetzt einfach erstmal ab. Das ist mir jetzt auch egal, ob das jetzt irgendwie eine bestimmte Menge ist oder so. Liegt das Zeug? Mal gucken, wie dunkel das hier in der Nacht wird. Und bisher sieht man noch ein bisschen was. Momentan denke ich auch, dass wir vor allem Zinn bekommen. Ich denke auch, dass wenn du das zu Barren verarbeitest, was ja wirklich dann easy ist, dass du halt wirklich extrem viel Geld dabei bekommst. Vielleicht kommt auch mal eine Goldader dabei. Gold oder Silber. Ja, okay, es wird violett. Okay, wir sollten ins Bett. Drecks zu viel. Ja, komm. Wir versuchen mal noch ein bisschen mehr mitzunehmen. Also ja, die ganzen Steine. Ja, warte mal. Die Steine. Boah, das sind so extrem viele. Nimm mal erstmal nur das, was wertvoll ist mit. Na, wobei, ein paar Steine kann man mitnehmen. Ist finster. Ja, man läuft halt hier durch die Gegend. Okay. Hier die Steinerin. Ja, ich packe das Salz auch erstmal oben mit rein. Das ist zwar thematisch jetzt nicht so hundertprozentig passender, aber es wird in derselben Stelle abgebaut. Deswegen passt es dann wieder. Ja, da kriegt man doch einiges rum. Uiuiui, da haben wir richtig zu tun. So, letzter Sommertag. So, ach, heute ist ein bisschen neblig. Hm? Es regnet, Junge. Oh, der Herbst kommt. Gut. Rinne die Mine.
erschöpft. Hey, Materiallager 2. Was heißt denn Materiallager 2? Im Vergleich zu Materiallager 1. Ah, okay, da kannst du nur einfache Sachen machen und hier kannst du halt richtig coole Sachen. Stroh, Emily. Dekorationsgegenstand hat ästhetischen Wert. Krass. Verstärkte Holztür. Okay. Naja, da kann man schon interessante Sachen machen. Haus. Entwickelt diese Technologie weiter. Dann machen wir das doch. Warte mal, ich werde erstmal die 32 Steine rauslegen, bevor wir hier wieder neue aufnehmen. Sonst wären die Haufen zu groß. Ah ja, da geht's weiter. Ja, irgendwann ist die Steinspitzhacke auch durch und dann denke ich, haben wir erstmal genug zusammen. Inventar. Steine raus. Ach, guck mal, da habe ich Kupfer übersehen. Ja, Eisen findet man hier nicht. Das ist tatsächlich nur eine Bronze. Für Bronze ist das interessant. Mit dem Thema Eisen, das sind wir noch sehr weit entfernt. So. Salz. Und da machen wir vielleicht noch einmal Kupfer anstatt Zinn. Wenn wir das überhaupt noch hinbekommen. Es könnte sein, dass es knapp wird. Haben wir überhaupt noch so viel Platz? Ja, gerade so. Wir haben auch noch Kupfer übersehen. Gut. Das macht doch nichts. Wir haben jetzt drei Spitzhacken hier verwendet. Wenn man noch guckt, was hier an Stein noch rumliegt, alter Schwede, da kommt einiges zusammen. Schmutzig, klar, natürlich von dem dreckigen Regen oder was. Oh nee, davon werde ich nicht sauber. Von Wasser wird man nur schmutzig. Ich klebe jetzt diese ganze Steinstaub an dir, Junge. Muss ich mal die Hände waschen. Na gut, die Unterarme auch noch und ein bisschen noch im Gesicht und dann fertig. Katzenwäsche erfolgreich beendet. So, 22 Steine. War da hier rein? Wir legen das erstmal nur ab. Hallo? Da gehen nur 100 Kilo rein, ernsthaft. Was? Ja, zum Glück kommen wir in die Esse. Der Kupferbarren.
Gut, und du machst dann noch 10, 45 bzw. 22. Da guckt er dann wieder nicht mehr hin. Das ist alles wieder viel zu präzise. Ja. Gut, und jetzt machen wir daraus Bronze. 22. Bitte nicht hingucken. Viel zu heiß, da trocknen die Augen aus, wenn man da hinguckt. So. Gut, nice. Ja, da brauchst du halt Eisenerz. Hey, neues Level Produktion. Nice. Gut, und dann sieht das nämlich schon ganz anders aus hier, vom Gewicht her. Hm, ist trotzdem noch ein Haufen Zeug. Produktion, Junge. Was haben wir denn hier? Hm, was? Schnelleres Handwerken. Schnelleres Arbeiten in der Näherei. Schnelleres Herstellen der Küche. Langsamer Haltbarkeitsverlust von mehr Erfahrungsgewinn bei Näharbeiten, okay? Ja, das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Was ist denn das hier? Schnelleres Bauen. Effekt addiert sich bis zu einmal. Baubesessenheit. Geringerer Ausdauerverbrauch beim Bauen, okay. Was machen wir denn am schnellsten? Vielleicht nähen werden wir wahrscheinlich nicht so viel, weil das mit der Mine, dass die so nah ist, dann macht das wahrscheinlich schon Sinn. Ja. Dann können wir jetzt 10% schnelleres Schmieden an der Werkstatt machen. So, was stellen wir her? Ne, was stellen wir her? Stellen wir hier was her. Kupfer, Kupfer, Bronze, Bronze, Eisen, Eisen, genau. Wir können Bronze herstellen, yes. Oder was? Speer, Pfeil und Bolzen, echt. Hm, wer sieht, wie sind das? Ein Holzstamm, zwei Bronzebarren. Ein Bronzebarren, ein Stock. Nee, Quatsch, ich glaube. Genau, Axt und Schaufel. Also brauche ich Baumstämme. Wir haben. Moment, wir haben was? Wir haben 25 Bronzebarren. Also brauche ich 12 Baumstämme. So, gib's mal her. Die Baumstämme. Wo sind sie denn hier, die Holzstämme? Hm? Der Haar wahrscheinlich. Gut. Hey, das Gewicht passt noch. So, machen wir jetzt 24. EAF. Das hast du doch alle genommen, echt? Legst du einen zurück. Gut, dann stellen wir jetzt Bronzewerkzeuge, Bronzeäxte. Können wir nicht herstellen, weil die nicht genug Technologie. Wir können nichts mit der Bronze verwenden, echt? Können die maximal verkaufen. Na schön. Warte mal. Monieren das erstmal wieder. Ja, das Lustige ist, wir müssen das verkaufen. Also wir haben sonst ein Problem. Warte mal, dann machen wir mal was anderes. Wir können doch jetzt das Materiallager 2 bauen. Momentan ist es ja so. Oder was? Hätte ich irgendwo eine Möglichkeit, was zu bauen? Nee. Hä? Ja, Moment mal. Wenn ich hier unter Verwaltung in die Technologie gehe, dann habe ich doch hier Materiallager 1. So, wir sind ja immer. Die kann ich einen Sitz bauen. Achso, das kann ich kaufen. Ich baue das nicht hier drin. Okay. Und hier kann ich dann nämlich so Holzbänke und Holztische, so einfache Dinge halt kaufen. Ja, wir verkaufen das Kupfer einfach, das ist am sinnvollsten. Die Sache ist aber die, wir müssen das bauen. Mhm. Okay. Ach, das war Lager, genau, Materiallager 2. Bitte was? Das ist viel kleiner? In diesem Nahrungsmittellager, zum Quatsch. Mal aus Lager, Materiallager 2. Bitte was? Echt? Ich kann das einfach reinsetzen. Das ist ja cool. Ich dachte, ich müsste das abreißen und so weiter. Nice. Das ist natürlich cool. So, fertig. Das hat keine Wände mehr. Na, gib mir mal den Hammer. Bronzehammer. Also nicht auf der 4. Okay, alles klar. Müssen wir das zuweisen? So, ne? Oh nein, wir können das ja bauen. Oh, wir haben ja die ganzen Baumstämme dafür, so ein Mist. Genau, wir transferieren mal so viel, wie wir tragen können.
78 Kilo, nice. Wo ist das Problem? Fast fertig, echt. Wie ist das hier oben? Brauchst du auch noch Holzstämme? Okay, ja, dann gib mir einfach mal wieder so einen ganzen Schwung. Gib mir mal den Rest her. Achso, das reicht wahrscheinlich gar nicht. Kann das sein? Nee, doch, das reicht. Wir kriegen es noch nicht rein. Richtig? Ja, wir kriegen es nicht rein. Nur so, bitte. Kollege im Arbeiterdorf, der wird sich auch denken, wo sind die ganzen Holzstämme hin? Wir hatten doch mal fast, ich wollte fast bei 100. Warte mal, hier brauchen wir noch ein paar. Gut. Ah ja, okay. Bretter brauchst du hier, nice. Ein paar haben wir ja sogar. Das ist wahrscheinlich das Haus, was am besten aussieht. Wir haben keine Nee, warte mal, wir brauchen... Doch, wir haben noch, genau. So. Wie viele Bretter haben wir? 6. Ich zieh die erstmal her. So, dann mach schon mal eins fertig. Wie sind denn das? Wahrscheinlich 4 Elemente. Das heißt, wir brauchen noch 18. Dafür brauchen wir 9 Stämme. Wir haben 4, also brauchen wir noch 5. 5 Holzstämme. Nice. So, da müssen wir jetzt halt... Einmal ganz darüber. Und im nassen Sägen, Junge. Brauchen. Nein, wir brauchen Bretter. So. Oh Gott. Alles klar. Und zurück. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Ich hab's fast vermutet. Aber das ist dann so eine ganze Element, so eine ganze Fläche, echt. Okay, dann brauche ich nochmal 3. Wo ist er? Hier. Gut, das ist bis auf 4 runter, echt. Das Ding hat über 90 Holzstämme gekostet. Uff, stell dir mal vor, du musst das alles selber machen. Fast überlegen, ob ich nicht noch ins Arbeitsdorf einen Grabungsschuppen stelle. Weil da kann man nämlich auch, da gibt es Stroh und so weiter, können die dann herstellen. Und das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht, das doch zu machen. Gut, perfekt. Warte, ja, Lager 2. Super, dann sind wir damit mal leer. Wir kriegen jetzt was? 3000. Hohoho. Uff. Ja, das wäre gar nicht so schlecht, weil geh mal in die Bauerei Gewinnung. Da gibt es Grabungsschuppen, genau. Arbeitertechnik liefern Stein, Stroh, Kalkstein, Ton und Kupfererz. Das ist ziemlich cool. Und das würde ich nämlich gerne mal bauen. Also müssen wir auf die andere Seite. Achso. Nee, warte. Wenn wir schon unterwegs sind, dann nimmst du gleich mal so viele Bronzebarren mit, wie du mitbekommst. Alter, gut. Ist mir egal, nimm sie alle mit. Ganz ehrlich, wir verkaufen das Zeug mal. Das bringt bestimmt richtig viel Asche. Also ich erwarte 1000 Münzen. 25 pro Stück. Ich denke, das ist ein mehr als fairer Preis. Ja, heute ist jetzt dann auch der letzte Sommertag. Der gestaltet sich Gott sei Dank nicht so wie im Sommer heutzutage, wo man sagt, so, wir haben jetzt Herbst, aber irgendwie ist kein Unterschied festzustellen. Geht schon ein bisschen Richtung Herbst. Oh, wir kürzen mal ein bisschen ab. Achso, gibt es ja eigentlich Wölfe. Warte mal, wo sind wir hier eigentlich? Nee, gibt es nicht. Okay. Alles klar. Wir sind hier anscheinend auch mal wirklich ein bisschen kreuz und quer gelaufen, oder was? Achso, das. Ach ja, das war ganz am Anfang. Da haben wir. Ja. Da haben wir geguckt, wo wir uns niederlassen. Ja. Ich erinnere mich dunkel. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Ausflüge machen. Später dann mal, wenn wir dann... Wahrscheinlich erst im Frühling oder so, ich weiß nicht, im Herbst. Ja doch, das müsste eigentlich noch gehen.
Weil wenn man sich die Karte mal anschaut, also wir haben hier einen großen Bereich, den wir noch erforschen können und halt, ne, klar, halt hier oben. Ich weiß nicht, wie weit man, ob man wirklich bis zu diesem Ausgegrauten rüber kann. Das müsste man halt auch nochmal rausfinden, weil Skaugi selber ist ja tatsächlich ziemlich nah am Rand. Der Fuhrmann ist tatsächlich nicht mehr da. Das Pferd wird sich auch denken, heute, oh Gott sei Dank, kein Sommer. Geht in den Herbst, der Junge. Svia. Steht er immer noch davor. So. Er hier. The weather is about to change. I felt it in my left elbow. Ja, wir sind ja schon längst durch, Junge. Oh, it's you again. Ja, 75 kriege ich dafür sogar. Das heißt, du kannst mir das gar nicht alles abkaufen, echt? Doch, der kann das alles abkaufen. Ne, er kauft nur 18. Ah, okay, alles klar. Nice, 4.000 Münzen. Also bei dem Preis brauche ich wirklich nicht zu haggeln. Hey, wollen Sie auch noch ein bisschen Kupferbarren haben? Wie wäre es mit einer Runde Karten spielen? Wieso? Take care. Also nimm mal den Hammer weg. Sonst denken die Leute, wir haben es nicht mehr alle. Hey, du Mazier. Oh, it's you again. Ja, ja, ich weiß. Du kaufst doch bestimmt auch gerne Kupferbarren. Nice. Oh, getrocknete Datteln. Achso, das ist zum Verschenken, das ist gar nicht zum selber essen. Willst riechen. Er hat auch eine Panflöte. 1125 kostet die. Die könnte man eigentlich verkaufen, weil ich habe ja keinen, jetzt nicht vor, einen Angebeteten zu holen. Interessant. Er hat wirklich nur so Zeug. Okay. Want to see my wares? Nee, danke. Läuft dein Tag? Sehr viele, viele schauen, wenig kaufen. Die Leute interessieren sich nicht für deine Waren. Oder sind sie sehr sogar, aber nicht viele können sie sich leisten. Ich verkaufe feinere Gegenstände als die meisten, dann nimm viel Glück. Interessante Waren, wie hast du sie dir beschafft? Ha, als würde ich das einem Fremden verraten. Ich habe wirklich lange und hart daran gearbeitet, Handelskontakte in der ganzen Welt zu knüpfen. Du wirst diese Gegenstände nirgendwo sonst finden, das kann ich dir versichern. Daran zweifle ich nicht. Interessante Holzfiguren, hast du sie selber hier gestellt? Natürlich nicht. Diese Handwerkkunst ist für Normalsterbliche unerreichbar. Ein solches Talent wird nur einmal im Jahrtausend geboren. Sie sind wirklich spektakulär. Was hältst du vom Quartiermeister? Nee, das interessiert mich nicht. Was du von ihm hältst. Genau, wir wollen ins Arbeitsdorf. Jetzt steinreich. Wie fahren wir jetzt? 4.500. Ja gut, das Ziel ist natürlich klar, die erste Million. Die ist immer am schwersten. Kennt man ja nicht anders. So, da brauchen wir also jemanden angestellt. Wir lassen uns erstmal das, lassen uns erstmal bauen. Wir machen nichts verkehrt rum. Das ist alles richtig rum. Weil dann hätte man jemanden, der könnte Steine produzieren. Und Stroh. Stroh wäre mir wichtig. Weil daraus kann man nämlich Hüte herstellen, die man dann verkaufen kann. Ich glaube, wir wären relativ schnell Millionär. Wenn das einmal so den Grundstock hat, dann geht das nämlich. Steinhäuschen. Lustiger kleiner als das andere, oder? Die sind genauso groß. So, na, wie geht's? Als Roger hier, habt euch ja schon lange nicht mehr beschwert. Wollt ihr mal schauen, ob ihr auch lebt? Ihr habt ja doch ein normales Handelsmateriallager. Wie viel geht denn eigentlich hier rein? Gehen dann auch 3.000 hier rein? Ach so, das geht ja nur von einem aus. Das ist ja natürlich praktisch. Coole Sache. Ihr habt 243 Bären hier drin. Wieso? Die halten sich ja lange. Genau, Grabungsschuppen. Wollte ich bauen. Production. Mine. Nee. Holz. Grabungsschuppen. So, ich mach mal ein bisschen weiter hinten hin. Das Grabungsschuppen hat gern seine Ruhe. 8 Steine, Gott. Ist klar. So. Stein. So. So. 6 Holzstämme plus X. Wie viel hast du schon hergestellt inzwischen? Holzstamm, 9. Gib mir mal alle. Gut. Okay, das reicht nicht. Muss ich echt Hand anlegen? Ich habe keine Axt dabei. Wenn ich Glück habe, habe ich sie drüben im Materiallager abgelegt. Aber ansonsten,
Gehen wir auf Werkzeuge, genau. Das ist dann schon ein bisschen einfacher. Steinaxt, doch, wir haben eine. Wir legen sie auch wieder dann dazu, das ist kein Problem. Ich brauche sie nur erstmal gerade momentan. So. Nehmen wir einfach mal irgendein Ahorn. Wir können natürlich auch Bronze herstellen, aber da fehlen uns ja massive Punkte. Halt. Hallo? Was ist das für Flummibaum? Ah. Das war ein Gummibaum wahrscheinlich, schätze ich mal. Bären. Ja, das sind noch ein paar Bäume. Okay, alles klar. Irgendwann wachsen die nach und außerdem wohne ich ja hier nicht. Das ist mir dann egal. Ich hatte schon Angst, der zittert. Okay, dann brauchen wir den auch. Kannst du nicht noch näher, Junge? Deine Nase da durchstecken kannst. Okay, bleibt einfach in der Luft stehen. Gut. Wird wahrscheinlich immer noch nicht reichen. Aber das macht nichts. Dann brauchen wir hier 16 Stroh. Okay, ich hole schon mal das Stroh ran. In der Zwischenzeit kann der Junge vielleicht noch den einen oder anderen Baumstamm produzieren. Oh ja, also Stroh ran. Ja, wow. Guck mal, wie man das Stroh hier ranholen kann. Ist ja der Hammer. Hier Stroh hätte ich jetzt gar nicht gebraucht. Hier, du hast übrigens Durst. Auf der anderen Seite vielleicht was. Man sieht heute halt nicht so viel. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Nehmen wir mal 32, das hört sich nach einer guten Zahl an. Gut, alles klar. Sonst was Interessantes hier? Na ja, guck mal. Käse. Der liegt im Wasser. Der ist bestimmt lecker. Leinsamo, hervorragend. Und Salzfleisch. Ich sollte ständig gucken hier. Das ist echt zu Hammer. Ich muss die Jahreszeiten irgendwann mal verlängern. Ich glaube, hier waren wir schon in dem Lager. Ja, genau. Okay, alles klar. Gut, zurück ins Dorf. Hier nachher auch nochmal ins Nahrungsmittellager holen, uns ein bisschen was zu mampfen. Ist ein Stein. Okay, ich wollte sagen, ob da hier gleich ein Fass in der Nähe liegt. Weil das Hammerfeld hier. Wir brauchen halt ein paar Erfahrungspunkte. Für das Nahrungsmittellager war das, glaube ich. Gut, das dürfte reichen, schätze ich mal. Ja, es reicht gerade um eins. Ich hätte schon gedacht, dass es nicht nur zwei Dacheinheiten sind. Ja, komm, wir schmeißen es mal. Also, warte mal, den Käse weiß ich jetzt gar nicht. Stein, Stöcke, Stroh. Federn kann man auch erstmal reintun. Können wir wahrscheinlich auch verkaufen. Momentan brauchen wir die nicht. Bringt doch gar nicht so viel Geld, lustigerweise. Sonst haben wir nichts. Okay, gib mir mal normales gebratenes Fleisch von mir. So das Ranzige ist mir egal. Wir essen alles. Na komm, drin damit. Wir haben eh zu viel. Ich schätze, selbst wenn wir die dritte Person holen, haben wir immer noch viel zu viel. Achso, ja. Holzstämme. Haben wir immer noch viel zu viel, schätze ich mal.
So, Holz. Wie bitte was? Ach, hier sind zwei leere Eimer. Achso, warte mal, lass sie mal da, ja. Das passt schon. Ah, die gehen auch kaputt, ja. Wenn du halt nicht da bist, dann machen die halt nur Unsinn. Ich wette, wir brauchen nachher einen Holzstamm am Ende. Extra. Das würde mich nicht wundern. Jetzt brauchen wir tatsächlich einen Holzstamm. Nee, ist nichts zu essen. Einfach, nee. Ein Holzstamm, Junge. Immer noch nicht. Naja, dann holen wir den schon mal ran. In der Zwischenzeit kriegt er das wahrscheinlich fertig. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn du, wenn man sich sagt, Mama, du holst jetzt diese Holz, kaufst diese Holzbank und stellst sie dann her. Dann kannst du die doch eigentlich dann auch in jedem Dorf herstellen, oder? Das ist ja nicht nur an das Materiallager gebunden. So, wir möchten von euch mitkommen. Okay, es sind eindeutig Frauen im Überschuss. Gut. Irmina. Hello there. Ich bin hier in der Siedlung. Kann ich mich nicht anschauen? Ich würde mich gerne anschauen, wie unterhalten. Achso. 19, Zuneigung 0. Was beschäftigt dich? Wie war der Tag? Ist ja zurück. Komm mit. Have a nice day. Kommst du jetzt mit oder nicht? Hallo? Hello there. Ja, ich bin bereit mit der Siedlung. Ich habe gehört, dass du dabei bist, ein recht guter Ruf. Machst du weiter und ich denke vielleicht über deinen Vorschlag nach. Have a nice day. Was für ein Ruf? Muss ich jetzt auch noch einen Ruf haben? Hallo? How are you? Zum Besten ist es, dass du keinen schlechten Ruf hast. Nimm es dies nicht persönlich, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. See you around. Oh, it's here again. Wie again? Haben wir das schon mal gesehen? Reputation 300. Ja, so wird das nicht. So sitzt ihr noch Ewigkeiten hier. Hm. Gut, das heißt, wir müssen erstmal was anderes machen, okay? Dann bringt es auch nichts, wenn wir jetzt in den Kanal auch mit dem Baumstamm warten, das ist dann egal. Wie kriege ich denn den Ruf wieder her? Da muss ich jetzt wieder irgendwelche Dinger machen, oder was? Wo waren eigentlich hier, Tagebuch. 300 Dynastie. Lege 20 Äpfel in den Korb, okay? Wo waren das eigentlich? Also warte mal, mach das mal aktiv. Wo ist denn das? Ja, hallo? Ja, wo ist das? Hm, muss ich echt zugucken. Das ist in... Hallo? Wieso sehe ich das nicht auf der Karte? Ostoria, okay, alles klar. Gut, unter den Umständen können wir ja erstmal nach Hause rennen. Ich weiß natürlich nicht, wie viele Äpfel wir jetzt haben. Ostoria natürlich. Hey Junge. Das ist heute. Ich habe das Gefühl, wir nähern uns schon wieder dem Abend. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wo ist denn dein Mensch? Ja, das glaube ich. Einmal abbiegen. Sich Äpfel ein paar haben wir ja tatsächlich. Den Rest müssen wir kaufen. Dann, das wären dann genau die Reputationspunkte, die wir brauchen, um dann noch jemanden anzuheuern. Du musst anscheinend für jeden, den du mehr anheuerst, mehr Reputation haben. Hm. Das ist natürlich schon gut. Wir sehen nur alt aus. Im Herbst gibt es auch wieder tonnenweise Pilze. So, das ist unser Dorf. Es wird jetzt erstmal ein bisschen gerenne. Aber was willst du machen?
So, haben wir die Äpfel hier. Ja, tatsächlich 6 Stück. Okay, das reicht natürlich nicht. Halt euch, wenn dann alle. Haben wir vielleicht im Nahrungsmittellager welche? Nehmen wir nicht. Gut, alles klar. Ja, lass mich mal durch, oder? So, da müssen wir noch aus Toya. Das ist ja da, wo der Marker ist, ganz einfach. Naja, der Kuh ist bald fertig. Oder was? Ist eine Bronzespitzhacke, echt? Kalkstein, Stein. Direkt hier über uns, echt? Das ist der Hammer. Pflaumenwein. Was? Wenn ich gerade auslaufe, keine Gefahr, alles klar. Oh, guck mal, ein Bach. Da sagt er nur dazu. Viel Rotwild hier. Jedes Mal, wenn wir vorbeigehen, wird es ganz rot, das Wild. Sehr schüchtern. Dass man hier kein Lager übersieht oder sowas. Ja. Nicht mit Eimer, Junge. Was du Bescheid weißt. Ist ja eigentlich auch Händler oder sowas. Bisher taucht noch nichts auf. Doch Garnhändler und Fischhändler, echt. Aber nichts. Guten Tag. Sind Sie Händler in Stoislava? Hey, Bootsy Boy. How you doing? Wie geht's dir? Du bist nicht so laut, ich versuche mich zu verstecken. Vor wem? Vor Fremden, die grund- und sinnlos mit mir plaudern wollen. Das ist einfach nur unhöflich. Viel Glück, ich hasse sowas das auch. Mila, zeig mir mal deine Waren. Du hast auch Flachs. Gut zu wissen. Dann ist das ein bisschen, naja, ob das näher ist, weiß ich jetzt nicht. Du hast aber nicht zufälligweise Äpfel. My wares never disappoint. Hallo? Kannst du mit deinem Mund reden? Finde es unhöflich. Warte mal. Hallo? How are you? Gib mir mal Äpfel. Ich kann auf 14. Ja, kostet jetzt 84. Have a good day. Ist ja im Prinzip quasi ein Barren. Irgendwo da drüben. Da. Lege die Äpfel in den Korb. Entferne dich, der Dieb wird den Köder nicht schlucken, wenn du direkt daneben stehst. Sprich mit Stoislava. Dann sprechen wir mal mit ihr. Hallo. Guten Tag. Hast du etwas herausgefunden? Könntest du irgendwelche Informationen aus Zyvia herausquetschen? Ja, sie hat einen Dieb gesehen, aber es war zu dunkel und sie konnte nichts Genaueres erkennen. Sie hatte allerdings die Idee, einen Hinterhalt vorzubereiten. Bitte lass den Apfelkorb dort stehen, wo er ist. Und mir hat sie nichts davon gesagt. Also geh zurück, bevor er, den ich bin sicher, er ist ein Er, uns alle unseren Äpfel wegnimmt. Wir können nicht sicher sein, ob es ein Er oder sie oder es ist. Du scheinst ein Problem mit Männern oder Kindern zu haben. Natürlich habe ich das. Ich lebe unter ihnen. Jetzt husch. Und wenn du den Dorfdieb siehst, komm sofort zu mir. Ich kümmere mich um ihn. Wie du willst. Waschen wäre auch mal angesagt. Wahrscheinlich ist es nur ein Kind. Hallo. Guten Tag. Oh, die schönen Äpfel.
Da drüben muss ich hin. Ist jetzt ins Bett gegangen? Nee, wir sind noch nicht fertig. Hallo. Guten Tag. Und, hast du ihn gesehen? Habe ich, aber streng genommen wird war es kein Er, es sei denn, er hat die Schafe zum Obstdiebstahl angestiftet. Und ich bezweifle, dass Ludo mir so etwas tun würde. Schafe, aber wie? Und niemand hat es bemerkt. Sie scheinen sich dabei ziemlich geschickt anzustellen. Sieh an. Was sollen wir jetzt mit ihnen machen? Ich soll sie festgebunden oder sollte ihnen verboten werden, ohne Aufsicht ihre Umzäunung zu verlassen? Gar nichts, lass sie fressen. Ihre Klugheit sollte belohnt, nicht bestraft werden. Wer weiß, vielleicht ist ihre Wolle dann von besserer Qualität? Vielleicht, aber du verdienst auch eine Belohnung und da du unsere Schafe so wacker verteidigst, sollst du dich freuen. Danke. Und sollst du in Zukunft wieder Hilfe beim Aufdecken eines Verbrechens haben, weißt du, an wen du dich wenden kannst. So, jetzt haben wir die Reputation. Das heißt, wo sehe ich denn das? Fertigkeiten. Oh, wir sind Diplomat. Romeo, mehr Zuneigungspunkte. Bei Unterhaltungen mit deiner Angebeten. Mehr Reputation für deine Dynastie. Effekt addiert sich auch von anderen Spielern. Mehr Erfahrungsgewinn bei diplomatischen Aktivitäten. Dann machen wir das. Gut, alles klar. Was ist das nächste? Empathie. Offenlegung der NPC-Persönlichkeiten bei Unterhaltung. 10% bessere Verkaufs- und Einkaufspreise. Aber das klingt auch nicht schlecht. Neues Level Diplomatie. Was? Achso, das haben wir gerade geholt. Geh mal. Wo waren das jetzt wieder? Wo sehe ich denn die Reputation? Hallo? Sehe ich irgendwo Reputation? Nö. Ich hätte jetzt erwartet, dass man es hier sieht, aber ich sehe meine Reputation nicht. Warte. Ach, hier steht die Temperatur. Ah, okay, alles klar. Auf der Karte. Da muss man das, natürlich wissen. Ja, okay. Wie bitte, was? Was ist das? Gewinnung. Ja. Ist noch nicht fertig, ich weiß. Reputation. Ah ja, 525, alles klar. Gut. Na dann. Ich müsste jetzt... wo muss ich denn hin? Irgendwo hier drüben hin anscheinend. Ich sollte in so einem Bogen laufen, oder? Wie ist das, wenn ich direkt... Hier ist ein Wolf, oder ist das ein Wolf? Wie sieht ein Wolf aus? Nee, ist ein Fuchs. Wolf ist so ein springendes Ding. Also ich meine, hier haben wir wahrscheinlich noch nichts erforscht. Schätze ich mal, aber... 1 Kilometer, echt. Ich bin nicht sicher, ob wir das schaffen. Aber wir versuchen das. Letzte Folge war ja schon lang genug. Dann macht die auch keinen Unterschied mehr, oder? Wir müssen eh in das Dorf, weil wir müssen dann ja auch eine Zuweisung machen, oder? Wir müssen ja sagen, du arbeitest in dem. Ich kann ja, glaube ich, wahrscheinlich nicht. Warte mal, geh mal in die Verwaltung. Gebäude. Wenn ich hier sage, Grabungsschule... Ah, die ist noch nicht fertig. Ja, okay. Allein deswegen müssen wir hin. Da steht irgendwas an, Fuchs. Ich hoffe, wir schaffen das noch vor dem Jahreszeitwechsel. Nicht, dass wir dann irgendwo hin teleportiert werden. Hier ist ein Weg. Wo geht der Weg lang? Ihr macht mir zu großen Umweg, okay? Wir sind schmutzig. Wiesent. Hallo. Hallo. Ich renn doch schon weg. Oh, Wolf. Geil. Mhm. Wie weit muss man denn wegrennen? Naja, gibt's auch Wölfe. Gut. Alles auf einmal. Wir haben kein Werkzeug dabei. Das ist leider unser Problem. Gut, 3 Lebenspunkte haben wir noch. Da, Ende der Dynastie, du bist gestorben. Also, wir leben wieder, echt, wir leben wieder. Ja gut, dann leben wir halt wieder. Gut, dann gehen wir halt in die nächste Jahreszeit. Gut, und damit machen wir das dann auch jetzt in der nächsten Folge, was wir vorhatten. Ne, Münzen haben wir nicht verloren. Gott, das ist das Wichtigste. So, wir haben Herbst. Sehr schön. Ja, wir müssen jetzt erstmal in unser Arbeitsdorf gehen. Wir werden uns aber bewaffnen. Das wäre wichtig, dass wir das jetzt immer dabei haben wieder.
Gut, das hätte jetzt auch nichts gebracht. Ich hätte jetzt keinen Bock gehabt, Wiesen zu jagen und erst recht nicht noch einen Wolf dazu. Aber gut, zumindest haben wir jetzt diese Karte ein bisschen vollständiger. Wir sind halt hier drüber, sind das Wiesen gerannt und dann hier sind zwei Wölfe, Axt, nur noch von Kaninchen und Krähe getrennt. Ja, wir stellen mal den Grabungsschuppen fertig. Wir haben jetzt genügend Reputation, das heißt, wir können jemanden anheuern, der sich dann darum kümmert, was immer der auch macht. Außerdem müssen wir ernten und wir sollten gucken, dass wir auch wieder säen. Das heißt, nee, Bäumchen, das ist schon ein bisschen größer geworden. Genau, Herbst. Irgendjemand von euch hat mir das gesagt, guck mal, die Möhren und die Kohl. Möhren und Kohl ist fertig. Hi, ja, nice. So, das müssen wir ernten und mal gucken, was wir säen. Ich weiß es noch gar nicht. Es gibt irgendwas im Herbst. Irgendjemand von euch hat mir das auch geschrieben. Ich habe mir das auch notiert. Ich muss finden, wo ich mir das notiert habe. Ja, aber immer vielen Dank für die vielen, vielen Tipps. Und genau, und dann machen wir halt weiter. Mal gucken. Vor dem Winter sollten wir auf jeden Fall schaffen, noch uns passende Kleidung selber zu nähen. Ich meine, wir haben so viel Geld, vielleicht schaffen wir das. Das Coole ist, jetzt ist es auch Herbst. Herbst, das heißt, wenn die Jahreszeiten wechseln, es gibt auch neue Fundstellen. Da müssen wir auch wieder die Augen offen halten. Das wäre auch interessant. Genau. Und ja, mal gucken, ob wir schaffen, irgendwie im Herbst ein bisschen noch Erkundung zu machen. Die eine oder andere Ruine wäre auch nicht schlecht. Und dann machen wir weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.